Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und auch heute, wie immer, mit Florian und mit Ruth. Herzlich willkommen zu Folge 113. Hallo, hallo. Und ihr seid schon im Herbst, ihr Glücklichen. Ja. Wir noch nicht. Wir sitzen immer noch hier in unseren heißen Zimmern und Büros. Bei Florian hat es mittlerweile schon beinahe Körpertemperatur. Ja. Also immer noch ungesunde Körpertemperatur. Was hast du gerade gesagt? 38,2? Genau. Na, würde ich schon irgendwie was nehmen oder den Arzt aufsuchen. Ja, Schüttelfrost auch oder geht's noch? Es geht noch, weil jetzt haben wir mal fertig podcasten und vielleicht geht noch ein Schwimmbad nachher. Ja, ich gehe heute zum Elsefest. Café Else wird 11. Ja, das habe ich gelesen in der Zeitung. In der Zeitung? Ja. Wow, ich wusste nicht, dass die Else so bekannt ist. Tja, jetzt weißt du das. Die Leute, die hier zuhören, wissen alle nicht, was die Else ist. Ja, das ist euer Fehler. Lernt die Else kennen, kommt nach Wien und lernt die Else kennen. Und ich habe auch in der Ankündigung gelesen, dass die Else eigentlich genauso alt ist wie ich. Das Café Else, das ursprüngliche Orge-Café Else, das halt so ein typisches Wiener Espresso, weißt du, so ein Lokal, wo man halt vorbeigeht, ein Schocherl, genau, ein Lokal, wo man vorbeigeht und sich denkt, ja, jetzt ist 9.30 Uhr und die Leute sitzen da offensichtlich nicht einmal mehr bei ihrem ersten Bier, so eins, ne? Und das ist aus 1978, ja. Das fand ich sehr nett und dann ist es irgendwie, ja, ein bisschen runtergekommen und war dann zu und dann ist es eben vor elf Jahren wieder eröffnet worden und ist ein echt netter Ort in Wien, also falls ihr mal da seid, kommt vorbei. Ja, das kann man machen. Ich war da auch schon vielleicht ein paar Mal. Vielleicht findet ihr mich dort immer wieder mal. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber ja, gut. Zurück zur Astronomie, oder? Ja, bitte. Wir wissen jetzt natürlich wieder mal nicht, was seit unserer letzten Aufnahme oder seit ihr uns das letzte Mal gehört habt, passiert ist im Weltraum. Aber ich habe mir gedacht, wir machen trotzdem Space News, oder? Bitte. Ist uns egal. Und damit es ein bisschen weniger Aktualitätsbezug hat, lass mal einfach diesen ganzen Hickhack mit den diversen Raketenstarts, die passiert sind oder nicht und die von diversen Weltraummilliardären in ihren vermeintlichen historischen Missionen durchgeführt werden, lass mal einfach weg. Ja, oder? Genau. Da informiert euch selber. Und wir gehen zu interessanten Dingen, die im uns nahegelegenen Weltraum in der letzten Zeit passiert sind. Es ist nämlich einiges Interessantes passiert am Mond, beziehungsweise es ist auf der Erde passiert, hat aber mit dem Mond zu tun. Wissenschaft, neue Mondwissenschaft. Ja, ich habe nichts bekommen vom Mond. In Connection mit der chinesischen Mondmission, nicht die ganz aktuelle, nicht Chang'e 6, die jetzt gerade erst im Juni auf dem Mond gelandet ist, da dann Material zur Erde zurückgebracht hat, sondern die davor, die Chang'e 5 Mission, die schon vor ein paar Jahren Material zurückgebracht hat. Ja, Leute, Wissenschaft ist ein Long Game, so lange dauert das eben, bis dann die Resultate herauskommen. Die Resultate von Chang'e 6 kommen dann halt wahrscheinlich erst in 2 Jahren oder so. Aber hast du gehört, was auf dem Mond entdeckt wurde? Nämlich zwei sehr spannende Sachen. Das erste, Graphen. Okay. Wurde auf dem Mond entdeckt. Weißt du, was Graphen ist? Ich weiß, was Graphen ist. Das ist so Kohlenstoff in einer einatomigen Lage, also quasi zweidimensionaler Kohlenstoff mit sehr interessanten. Ja, es ist schon dreidimensional in unserer dreidimensionalen Welt, aber es ist halt wie super dünne Schichten von Kohlenstoff, die vielleicht gar nur ein Atom oder ein paar wenige Atome dick sind. Genau, das ist hat sehr, sehr, sehr spannende Materialeigenschaften, Graphen. Gab einen Nobelpreis für die Typen, die es entdeckt haben oder die es hergestellt haben, waren aus Manchester. Und wir zwei, wie ich dich in Manchester besucht habe, als du in Manchester gelebt hast, waren wir auch im Museum. Und im Museum haben sie das Klebeband ausgestellt, mit dem sie das hergestellt haben. Also sie haben da irgendwie mit Bleistift irgendwo rumgemalt, da ist ja auch Kohlenstoff drin. Und dann irgendwie mit Klebeband da die Bleistiftspur abgelöst und dann so irgendwie die ersten Graphenschichten hergestellt. Bisschen mehr Wissenschaft wird involviert gewesen sein, außer Klebeband und Bleistift, aber im Wesentlichen hat es so angefangen. Genau, und es war wirklich auch eine zufällige Entdeckung. Es war irgendwie so mit Klebeband irgendwie drüber gepickt und plötzlich so, da ist eine super dünne Schicht von Material auf diesem Klebeband. Vielleicht können wir das irgendwie nutzen. Und sie haben tatsächlich im
Museum, wie du gesagt hast, im Museum of Science and Industry in Manchester, das übrigens ein super Museum ist. Ja. Geht's dahin, falls ihr mal in Manchester seid. Das ist großartig. Da haben sie diesen Tape Dispenser. Das ist so ein massiver, schwarzer, so ein typischer. Den hatten wir auch an der Uni, wie ich in Nottingham war. Das ist so ein ganz Standard, sagen wir mal, hochqualitatives, aber doch Standard Büro-Equipment. Und der war da in so einem Glaskasten ausgestellt, ganz, ganz prominent. Der Tape Dispenser, mit dem das Graphen zum ersten Mal quasi isoliert wurde. Und das ist spannend. Ja, na sicher, ja. Mich hat das schon auch irgendwie gepackt. Aber das Spannende ist ja auch, dass das durchaus auch etwas mit der jetzigen Entdeckung zu tun hat, weil nämlich das Graphen, also es ist echt immer so spannend. Man findet Sachen heraus und recherchiert ein bisschen und findet Dinge heraus, die man nicht gewusst hat. Wusstest du, dass anscheinend 2% des interstellaren Kohlenstoffs in Form von Graphen vorliegen? Nee, keine Ahnung gehabt. Das ist da anscheinend überall da draußen im Weltraum. In den interstellaren Wolken. 2% ist nicht wenig, oder? Also. Nein, aber wer produziert das? Sind da Aliens mit Klebeband, oder? So ist es. Oder schleimige Aliens, an den Händen bleibt es kleben. Diese schleimigen Griffel von diesen Aliens. Nein, es ist genau das Spannende, nämlich auch die Tatsache, dass das gefunden wurde jetzt auf dem Mond, in dieser Mondprobe, in diesem Sample von Chang'e 5, ist die Frage, wie ist das dort hingekommen? Wie hat sich das dort gebildet? Weil bis jetzt eben auch diese Tape-Dispenser-Story mit dem Tixo, bis jetzt war die Idee, dass sich dieses Graphen, diese super, super dünne Schicht von Kohlenstoffatomen, dass sich die durch Abtragung bildet. Also eben wie, wenn man mit einem Tixo drauf und wieder runter, rauf, wieder runter, trägt man jeweils eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht von Material ab. Und so hat man sich gedacht, so bildet sich das. Und das ist quasi die beste Art und Weise, dieses Graphen auch herzustellen. Aber es bildet sich halt natürlich auch, ne, durch Abtragung, durch verschiedene Mechanismen da draußen. Kurzer Einschub für unsere Hörerschaft aus Deutschland. Wenn die Ruth Tixo sagt, dann meint sie das, was in Deutschland Tesa ist. Also genauso wie... Das ist Tixo österreichisch? Tixo ist österreichisch, ja. Also das ist so wie Tesa in Deutschland, der quasi ein Markenname ist, der eigentlich schon mittlerweile zum generischen Name für Klebeband geworden ist. Genauso sagt man in Österreich Tixo, weil Tixo halt da die Firma ist, die das Klebeband herstellt. Es gibt auch andere Marken, aber genauso wie Tesa zum allgemeinen Begriff geworden ist, ist es in Österreich Tixo geworden. Und Tixo kennt man in Deutschland gar nicht? Weiß ich nicht. Also ich hätte es jetzt nicht in meiner Zeit in Deutschland erlebt, dass irgendjemand mal von Tixo geredet hätte. Also das gibt es da auch nicht zu kaufen, wenn ich mich erinnern kann. Okay. Tatsächlich, ich habe gerade geschaut, hier das Klebeband, das bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ich habe hier zwei so Dinger rumliegen und das ist beide Male Tesa. Oh, ja, aber du bist ja auch halber Deutscher, ich meine. Wie auch immer, die Tatsache, dass dieses Graphen sich in dieser Probe, in dieser Mondgesteinsprobe befindet, das allein ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Sie haben sie in einer ganz bestimmten Form gefunden. Sie haben so Flocken, Flakes, Graphen, Flakes steht da, Flocken würde man es vielleicht übersetzen, die so aus ein paar Atomen dick Schichten bestehen, die aber quasi in das Gestein eingebettet sind auf eine Art und Weise, die anders ist als erwartet. Ja? Also es ist jetzt der Entstehungsmechanismus war ein bisschen so verwirrend, sagen wir mal, oder zumindest unerwartet. Nicht der Entstehungsmechanismus, sondern die Form, wie das in dieses Gestein, in das Mondgestein eingebettet war, wie diese Graphenflöckchen da gefunden wurden. Das heißt, spannend von der Entstehung des Graphens her, spannend für die Geschichte des Mondes auch, wie das dort entstanden ist. Und die Idee ist, dass das Ganze aus dem Sonnenwind oder mit Hilfe des Wasserstoffs, der von dem Sonnenwind auf den Mond einprasselt, quasi in einem chemischen Prozess entstanden ist, mit Hilfe von Eisen und so weiter. Ich kenne mich da auch nicht genau aus. Anscheinend ist das Eisen eine Art Katalysator für diese Reaktion, die da stattgefunden hat. Und durch diese Mineralkatalyse hat sich da mit Hilfe des Eisens und des Wasserstoffs vom Sonnenwind hat sich da diese Graphenstruktur im Mondgestein gebildet. Ziemlich cool, spannend, oder? Also eben nicht mit Hilfe von Tixo und Aliens und ihren klebrigen Fingern, sondern auf eine quasi unerwartete andere Art und Weise. Und das ist natürlich cool,
wenn das Graphen da auf dem Mond gar nicht so wenig davon vorkommt, weil man könnte das natürlich verwenden, um da irgendwie Dinge zu bauen, Mondstationen. Ja, gut, muss man erstmal eine relevante Menge davon irgendwie abbauen. Ja, das steht dann natürlich auch wieder in dem Newsartikel drinnen, ne? So, Graphen, Wundermaterial auf dem Mond gefunden, ideal für den Bau von stabilen Raumstationen. Aber in Wirklichkeit ist das Spannende natürlich die Wissenschaft, die dahinter steckt. Und das ist diese, dass es anscheinend ganz verschiedene Arten von Entstehungsmechanismen gibt, die dann halt auch tatsächlich auf dem Mond stattfinden und dieses Graphen dort entstehen lassen. Ja, na schauen wir mal, was wir dann rauskriegen, dann braucht die Zukunft. Und das zweite, und das zweite Ding, was sie gefunden haben, auch in den Proben von Chang'e 5, Wasser, jetzt nicht, okay, Wasser gefunden ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil das hat man ja davor schon gefunden auf dem Mond in ganz geringen Mengen. Ich hätte es anders formulieren sollen. Wasser hergestellt. Es ist einem chinesischen Forscherteam gelungen, große Mengen an Wasser aus dem Mondgestein, aus dem Mondregolith herzustellen. Hast du das auch gehört? Nein, aber ich überlege gerade, wie sie es gemacht haben. Gut, das muss drin gewesen sein, weil es ist keine Gurke, die man ausquetschen kann. Genau. Mondgurke. Sie haben das Wasser und das ist auch, es ist vielleicht sogar eigentlich noch cooler als das Graphen. Obwohl kein Tixo involviert ist. Ich muss jetzt, dass dieses Wort Tixo werdet ihr euch jetzt merken, ja? Ich muss nicht enttäuschen. Tixo ist irgendwie von Tesa gekauft worden und heißt jetzt Tesa. Schon in den 80ern. Oh nein, schon in den 80ern. Ja, aber Tixo steht immer noch Tixo auf dem Tixo bei uns. Na sicher. Ja, wie Tesa drauf ist, habe ich auch Geschäft? In Österreich gekauft. Wirklich? Es gibt beides. Also, wo du einkaufst, in welchem Geschäft die seit 70ern nicht mehr hier Bestand aktualisiert haben. Wie auch immer. Das Wasser wird hergestellt. Auch sehr spannend, das hat auch wieder mit Eisen zu tun, mit eisenhaltigen Mineralien. Im Grunde ist das Wasser aus Rost hergestellt worden, aus Eisenoxid. Okay, wie macht man Wasser aus Rost? Das in dem Regolith auch drinnen ist. Wie macht man Wasser aus Rost? Naja, Eisenoxid, da ist schon mal der Sauerstoff und wieder der Wasserstoff vom Sonnenwind. Okay. Und es ist so, dass bestimmte Gesteinsarten durch ihre Struktur, durch ihre quasi schichtartige, röhrenartige Struktur, da quasi den Wasserstoff vom Sonnenwind irgendwie ansammeln kann. Das ist dieses Titanoxid, dieses Titanerz, Titaneisenerz nennt man das auch. Das ist eh ein ziemlich häufiges Material, gibt's auf der Erde auch, ja. Und das hat so Mikro-Nano-Tunnel, irgendwie so eine Tunnelstruktur, in so einer Erzstruktur einfach, wo sich der Wasserstoff quasi ansammelt und dann mit dem Eisen gemeinsam durch Erhitzen, auf über 1000 Grad muss man das Ding erhitzen, Eisenkristalle und kleine Wassertröpfchen entstehen können. Und die haben nicht wenig Wasser erzeugt. Sie hatten eine 1 Gramm Probe und aus dieser 1 Gramm Probe etwa 50 Milligramm Wasser. 50 Milligramm Wasser, das ist, naja, da kann man schon ein Schnapsglas. Also aus, und zwar aber nur aus 1 Gramm Regolith. Das heißt, du könntest, wenn man das hochskalieren kann, sagen wir jetzt mal, aus einer Tonne Mondgestein 50 Kilo Wasser herstellen. Da kommt man schon weit, ja. Das ist, wenn das funktioniert. Also das ist eigentlich richtig viel, oder? Braucht man da viel Energie dafür oder wie viel Material, also viel Technik oder? Anscheinend nicht. Ich habe jetzt mir den Artikel nicht genauer angeschaut. Es ist, ich meine, Erhitzen auf etwa 1000 Grad. Okay, gut, das geht mit dem Feuerzeug nicht mehr wahrscheinlich. Ist aber, also für die Menge an Wasser. Ja, ja. Das ist schon lohnt ordentlich, sich ja. Das auf jeden Fall, oder? Ja, ja, also wenn man das irgendwie skalieren kann, dann auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Ja, da kommst du dann, ja, hast irgendein Experiment, wo du das 1 Gramm Dings machst, ist natürlich die Frage, ob man das in großen Mengen auch schafft. Aber es hat jetzt so geklungen, als wäre das jetzt nicht eine große Hexerei. Also spannend, ja. Wir haben Graphen, wir haben Wasser. Auf zum Mond, oder? Ja, aber wenn Graphen und Wasser, was kann ich jetzt da machen? Graphensuppe. Mit schönen Strukturen, die dann oben auf der Suppe schwimmen, wie so Croutons oder so, meinst du? Ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr als Graphen und Wasser hätte ich schon gerne, wenn ich zum Mond will. Ja, aber es ist mal ein richtig guter Anfang. Also für mich hat das schon auch die Menge an Wasser, hat mich schon auch ein bisschen geflasht, wo ich mir gedacht habe, boom. Ja, es ist das super. Das ist echt ordentlich, ja. Und es ist halt
jetzt mal so erstes Experiment, mal schauen, was da weitergeht. Aber spannend. Ich frage mich dann, was wird da in dem nächsten Chang'e 6 Sample drinnen sein an neuen Erkenntnissen und an neuer Wissenschaft? Mhm. We'll see. Wir werden sehen, genau. Und noch was mit dem Mond zu tun hat, ist passiert. Juice. Ah, ja, stimmt. Ist an Erde und Mond vorbeigeflogen. Richtig, genau. Das haben wir auch in unserer Telegram-Gruppe live mitverfolgt. Ist live gestreamt worden von der ESA. Die haben das erste Mal, glaube ich, so ein Flyby-Manöver gemacht am Erde-Mond-System. Das haben so wir, ein Doppel-Flyby. Ja, ja. Gar nicht ziemlich mal so weit weg waren die. Also bei der Erde, glaube ich, bis knapp 7000 Kilometer Entfernung und beim Mond waren sie glaube ich, auf 700 Kilometer dran, oder? Ja, also ziemlich nah eigentlich dran. Das war von der Südhalbkugel aus sogar mit freiem Auge sichtbar. Ja, da war ich leider nicht auf der Südhalbkugel. Anscheinend. Also genau, irgendwie 6800 Kilometer von der Erde entfernt und hat super Fotos gemacht. Also ja. Ich finde, die Fotos sind richtig cool. Also irgendwie die Fotos zuerst vom Mond und dann irgendwie die Erde dahinter und dann nah von der Erde. Und das ist irgendwie so... Coming home, oh no, push und weiter hinaus in den Weltraum. Ja, also Juice, wer es nicht mehr im Kopf hat, ist die Mission, die von der Erde zum Jupiter fliegt, um dort die eisigen Monde zu untersuchen. Wird noch bis, glaube 2031 brauchen, bis die Raumsonde dort ist. Wir hatten eine ganze Folge drüber, weil Evi damals beim Start live in Darmstadt mit dabei war. Und da gibt es jetzt, damit diese Raumsonde rechtzeitig oder nicht rechtzeitig, damit sie da überhaupt hinkommt zum Jupiter, braucht sie halt viel Schwung. Und jetzt hat sie sich den ersten Schwung bei der Erde geholt. Sie wird das noch ein paar Mal machen, bei der Venus auch, bis sie dann irgendwann beim Jupiter ankommt, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Es sieht gut aus. Es läuft wieder mal besser als erwartet, dank Ariane 5. Mhm. Sie hat so einen guten Start hingelegt damals, dass sie schon ein bisschen extra Treibstoff hatten. War jetzt die Geschichte, wie verläuft dieser Flyby? Weil natürlich, wenn das jetzt nicht ganz ideal ist, ist zum ersten Mal, dass man so ein Doppel, zuerst ganz nah am Mond, dann nah an der Erde, ja, muss beides ziemlich genau, ziemlich gut gehen. Wenn da jetzt irgendwas schief geht oder nicht ganz wie vorausberechnet, muss man wieder Treibstoff verwenden, um die Flugbahn zu korrigieren. Haben sie nicht müssen, ganz im Gegenteil, sie haben sich sogar noch etwas extra Treibstoff gespart. Das heißt, Juice hat jetzt ziemlich viel extra Treibstoff, kann näher an Ganymed ran als geplant, also vor allem näher, bevor es in Ganymed deorbitet wird, also bevor es in Ganymed hineinkracht. Ne? Und ziemlich gute extra Wissenschafts-Opportunity, leider halt erst 2031. Es gab ein bisschen eine Diskussion auch, ich glaube auf der Telegram-Gruppe, oder? Mhm. Warum das oder wie das überhaupt geht, wie dieses Flyby, wie dieses Schwungholen geht, ob man da nicht irgendwie, wenn man da auf einen Himmelskörper zufliegt und sich quasi Energie holt, ob man die nicht dann beim Wegfliegen einfach wieder verliert, ne? Wenn man da einfach rein in den Potenzialtopf und wieder auf der anderen Seite raus, rein in die Grube und wieder auf der anderen Seite hoch, wie kann man da nachher schneller sein als vorher? Wie kann man denn, Ruth? Stimmt gar nicht. Juice hat seine Energie reduziert, in der Tat, ist damit er ein bisschen weiter ins Sonnensystem hineinkommt und nochmal ordentlich bei der Venus Schwung holen kann, wird im August, also quasi ein Jahr später, im August 2025 an der Venus vorbeifliegen. Dann nochmal, und dann ist sie natürlich nochmal schneller, und dann wird sie nochmal 2026 und nochmal 2029 an der Erde Schwung holen. Also es kommen noch zwei Erd-Flybys und da wird sie dann schneller und schneller werden. Ja? Und es ist die Frage, wie das geht. Naja, es kommt drauf an, in welche Richtung du an dem Ding vorbeifliegst. Also du kannst quasi die Rotationsenergie des Planeten oder Mond nutzen, um dich quasi weiter schubsen zu lassen. Und wenn du in die andere Richtung vorbeifliegst, kannst du dich abbremsen lassen. Genau. War das jetzt eine gute Erklärung? Wenn man es jetzt nicht im mathematischen Detail betrachten will, dann war das eine gute Erklärung. Man kann sich vielleicht so vorstellen, wenn ich so eine rotierende Scheibe habe, die dreht sich gerade in eine Richtung, und wenn ich mit Rotationsrichtung an dieser Scheibe vorbei laufe, dann packt die mich und schleudert mich weg. Und wenn ich in der anderen Richtung vorbeilaufe, dann bremst sie mich ab. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch keine gute Erklärung gewesen. Das ist zumindest keine bessere Erklärung gewesen. Zumindest. Und dann war auch noch die Frage, ich glaube, eher auch in der Telegram-Gruppe, ob man das braucht, ob es nicht direkt auch gegangen wäre, beziehungsweise Klar. Wie schwer das gewesen wäre. Naja, wäre schon gegangen. Es gab auch Überlegungen, das zu machen mit der SLS, mit der NASA, mit der neuen NASA-Riesenrakete,
die für die Artemis-Mission gebaut wurde. Wenn ich beliebig viel Treibstoff oder beliebig viel Schub habe, dann kann ich ins Weltall fliegen, die Raumsonde Richtung Jupiter zeigen lassen und aufs Gas treten. Und dann fliege ich geradeaus hin, aber da brauche ich halt beliebig viel Energie dafür. So funktioniert das. Das habe ich halt nicht. Und man muss natürlich dann auch noch zu einem bestimmten Zeitpunkt wegfliegen, damit es auch passt. Aber es wäre mit der SLS durchaus gegangen. Die wäre groß genug, die hätte genug Treibstoff mitnehmen können für einen Direktflug und der Direktflug hätte ungefähr 3 Jahre gedauert. Aber man wollte natürlich die SLS nicht jetzt für Juicer verwenden oder es war eben für eine Wissenschaftsmission. Ich meine, schon gut, wenn man früher dort ist. Aber auf der anderen Seite, ob es jetzt irgendwie ein paar Jahre mehr dauert. Ich wollte gerade sagen, der Jupiter geht ja nicht weg. Genau, ja, müssen wir halt ein bisschen warten. Und die SLS ist eben, man wollte quasi keine SLS für diese Mission verschwenden, unter Anführungszeichen. Man wollte sie alle für die Artemis-Missionen zur Verfügung haben, damit es da nicht auch noch zu zusätzlichen Verspätungen kommt, weil man die SLS jetzt schon verwendet hat für Juice. So in die Richtung ist die Erklärung, warum sie das dann nicht gemacht haben. Und teuer und naja, ja. Wissenschaft ist dann halt leider doch das ganze Geld nicht wert anscheinend. Aber es ist, wie gesagt, jetzt auch nicht so kritisch, ne? Ob man jetzt dann irgendwie 3 Jahre länger wartet. Oder 4. Wir kommen ja trotzdem an. Und so wie es aussieht, kommen wir auch sehr gut an und mit sehr viel extra Treibstoff, um neunmal extra Manöver, um die Jupitermonde herumzufliegen. Stay tuned. Ja, tu mir, ich stay auf jeden Fall tuned. Du stayst tuned. Und wir fahren schon mal nach Darmstadt. Ja. Genau. Hat überhaupt nichts mit Schuss zu tun, ja, unsere Darmstadt-Reise. Ja, aber die müssen wir trotzdem noch bewerben, dass wir nach Darmstadt reisen. Am 30. November 2024 werden Ruth und ich in Darmstadt sein, weil dort die vorletzte Das Universum Podcast Live-Show stattfinden wird. Dafür gibt es noch Karten. Ich weiß nicht, wie viele jetzt noch da sein werden, weil wir ja doch in knapp einem Monat aufnehmen, bevor diese Show hier bevor diese Show hier veröffentlicht wird. Also es kann sein, dass es schon weg ist, dass es schon ausverkauft ist. Dann habt ihr Pech gehabt, aber wir freuen uns, weil es ausverkauft ist. Wenn noch nicht ausverkauft ist, dann ja, kauft euch Karten, damit ausverkauft ist, weil dann lohnt sich das, wenn wir vor einem vollen Saal in der Zentralstation in Darmstadt auftreten können. Wird, wie gesagt, das vorletzte Mal sein dieses Jahr, das letzte Mal in Deutschland in diesem Jahr, das allerletzte Mal in diesem Jahr werden wir in Wiener Neustadt in der Bibliothek im Zentrum auftreten, am 6. Dezember. Infos und Links zu den Karten gibt es natürlich in den Shownotes. 30.11.2024 Darmstadt kommt dahin. Da gibt es nicht nur Weltraumsatellitenkontrolle der ESA, sondern auch das gesamte Universum in der Zentralstation. Das gesamte? Kommt Evi auch mit? Vielleicht kommt sie mit, ich weiß es noch gar nicht. Aber ich glaube, sie kommt nicht mit, weil die auch Arbeit hat, die sie erledigen muss. Aber und es ist ja dann doch nicht ganz ums Eck, ne? Ja, der Großteil des Universums, das reicht der Evi. Das reicht. Eve ist quasi dann die dunkle Materie, die da ist, aber nicht zu sehen. Ohne dass man sie sieht. Ja. Immer da, immer mit dabei, Evi. Genau. Bevor wir aber zur Evis Rubrik kommen, die es diese Folge auch wieder gibt nach langer, langer, langer Zeit. Ich freue mich schon, was sie für uns vorbereitet hat diesmal. Gibt's doch tatsächlich auch in dieser Folge wieder eine Hauptgeschichte. Ja. Und ich habe eine extrem coole Geschichte gefunden und sie ist auch tatsächlich eine Art Posturlaubsthema. Okay. Eine Posturlaubsgeschichte. Ich schwöre, ich komme nach Haus. Was ist eins der ersten Dinge, die ich mache, wenn ich nach Haus komme? Aufs Klo gehen, Hände waschen. Ich weiß es nicht. Nein, noch vor all diesen Dingen. Nein, stimmt, ich war tatsächlich zuerst am Klo. Ja. Okay, nach dem Klo. Ich kümmere mich um meine Haustiere. Okay. Meine ungefähr 500 Haustiere, die besten Haustiere ever. Wurmkiste. Leute, holt euch eine Wurmkiste. Ist das geilste Ding überhaupt. Und ich mache die Wurmkiste auf, um zu schauen, wie es den Wormsies geht. Ich muss den Leuten erklären, was eine Wurmkiste ist, weil momentan klingt es so, als hätte es eine Kiste voller Würmer, die einfach so rumsteht. Ja, so ist es ja auch. Es ist die beste Art und Weise, um Biomüll zu verwerten. Und Wurmkompost zu ernten daraus. Und man hat eine fröhliche Holzkiste stehen, die man auch tatsächlich indoor stehen haben kann und die nicht stinkt. Sie riecht nach Waldboden. Sie riecht nach so ganz leicht nach Verwesung. Nein, aber nur ganz in einer guten Art und Weise. So ein warmer Waldboden, so ein bisschen schon nach Natur, aber irgendwie gut, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und in dieser Wurmkiste sind neben all den süßen kleinen Würmern
das macht doch voll Spaß, sie auf der Hand kriechen zu lassen. Ich weiß, manchen würde es jetzt total grausen und ihr denkt so, um Gottes Willen, was ist mit der los? Aber wirklich, die Würmer sind großartig. Und der Wurmkompost ist sowieso das Allerbeste für die Pflanzen. Am besten nimmt man den Wurmkompost und löst ihn in Wasser auf und macht einen Dünger, einen Flüssigdünger daraus. Und die Pflanzen lieben es. Pflanzen lieben diesen Trick. Okay, sehr gut. Wie auch immer, es hat nichts mit den Würmern zu tun, die Geschichte an sich, aber mit etwas, was ich auch diesmal wieder, das hatten wir schon einmal, aber auch diesmal in der Wurmkiste gefunden habe. Weißt du, was es ist? Nein. Eines der faszinierendsten Lebewesen ever. Es ist nicht einmal eigentlich ein Lebewesen, sondern ganz, ganz, ganz viele. Ein Schleimpilz. Du hast einen Schleimpilz in der Wurmkiste. Wunderschön. Auf dem Deckel, auf der Innenseite, auf dem Deckel hat er sich entfaltet. Ich wusste, bevor ich eine Wurmkiste hatte, natürlich nicht, was ein Schleimpilz ist. Es ist kein Pilz, nein. Wie wir das erste Mal hatten, diesen Schleimpilz, ja, machst die Kiste auf und denkst da, what is this? Es ist irgendwie so ein weißes, verästeltes Muster auf dem Holz, ja. Schon, also man sieht schon auch, dass das ja ein Lebewesen ist. Es ist so ein bisschen schleimig, aber jetzt nicht grauslich, ja. Und fein verästelt, so wie die Äste eines Baums. Oder eben, was ich mir gleich gedacht habe, wie die Filamente des kosmischen Netzwerks, die großen Strukturen da draußen, die großen Galaxienstrukturen, die ja auch in so einer Art Netz, wurzelartig, filamentartig, da sich durch den Weltraum ziehen. Es sieht wirklich genauso aus. Also Schleimpilze sind einzellige Lebewesen. Es ist irgendwie wirklich so ein Mikroorganismus, wenn man so will, aber halt in einer Form, dass man wirklich auch mit freiem Auge sehen kann, weil es eben biologisch ungenau eine Kolonie von Mikroorganismen sind, also so ein ganzer Haufen Mikroorganismen, die aber trotzdem irgendwie zusammenkören, zusammenhängen. Also die sind immer noch so ein bisschen mysteriös in der Biologie. Es ist wirklich wild. Wie man sie einordnet. Also es ist eine Mischung. Ja, es ist quasi weder Tier noch Pflanze noch Pilz noch sonst irgendwas. Das ist irgendwie, es sind Einzeller, ja, also es sind quasi Amöben, einzellige Organismen, die so ihre Form verändern können, ja. Also die sind quasi nicht fix in ihrem Erscheinungsbild, sondern können alle möglichen Formen annehmen, sind aber Mikroorganismen. Also man sieht die nicht, die Einzelnen eigentlich. Aber in Form dieser Gesamtkolonie quasi, dieser Schleimpilz, das Ding ist groß, ja. Also das ist ungefähr so groß wie eine Hand, ja. Mhm. Das kann ja noch größer werden. Sieht man deutlich. Also es ist nicht so mit freiem Auge gerade noch sichtbar, sondern das ist ein richtig schönes, großes Gebilde, ist ein Muster. Und diese Tiere, diese Lebewesen, eigentlich ein ideales Thema wieder mal für einen Biologie-Podcast-Crossover, weil ich bin mir sicher, dass man mit Geschichten über diese Organismen ja auch irgendwie mehrere Podcasts füllen können. Definitiv. Ja? Ich habe in dem Buch, das ich mit dem Biologen Helmut Jungwirth von den Science Busters gemeinsam geschrieben habe, Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, habe ich auch ein Kapitel über Schleimpilze geschrieben, weil das, wie gesagt, ein Mikroorganismus ist und da kann man coole Sachen damit machen, aber das erzähle ich jetzt nicht, weil du wirst vermutlich auch erzählen, was der Schleimpilz für coole Sachen gemacht hat. Ist das auch das Thema, was in dem Buch vorkommt? Da geht es nicht um Astronomie, es geht um was anderes. Nein. Ah, okay, na dann ist es was anderes. Es ist nämlich, und ich habe das dann nachher, nachdem ich mir schon gedacht habe, es ist so geil, wieder mal die Struktur, überall die gleichen Strukturen, oder? Im Kleinen wie im Großen, im Belebten wie im Unbelebten. Dieser Schleimpilz schaut aus wie irgendwie die Filamente des Kosmos oder wie die Wurzeln eines Baumes. Und das sind einzelne kleine Einzeller, die sich quasi durch ihre Selbstorganisation irgendwie zu dieser Kolonie verbinden, damit alle was davon haben. Das ist extrem cool. Und dann sehe ich die Nachricht, es ist ein neues Paper rausgekommen, das war, glaube ich, auch eher auch im August, wie mit Hilfe dieses Schleimpilzes ein Algorithmus entwickelt wurde, um die Filamente im Kosmos, die großen Galaxienstrukturen, also nicht mehr die einzelnen Galaxien, sondern die Haufen von Galaxienhaufen, ja, diese riesigen, gigantischen Strukturen, um die besser zu verstehen, um die zu identifizieren und quasi damit auch die Entwicklung von Galaxien und die Entwicklung des Universums besser zu verstehen. Es haben eine Gruppe von Wissenschaftlern einen Algorithmus entwickelt, der auf den Eigenschaften des Schleimpilzes
basiert. Welcher war denn das? Weißt du das zufällig? War das Physarum polycephalum? Polycephalum. Polycephalum. Was? Viele Gehirne, oder was? Na, viele Köpfe. Das ist, also, das heißt wirklich wie Polycephale. Also, viele Köpfe, weil das ist wirklich so ein Schleimpilz. Das ist, der hat viele Zellkerne in einer einzigen Zelle. Also, dieses Ding ist, was du wirklich siehst, das kann bis zu ein paar Quadratmeter groß werden. Ist aber halt eine Zelle mit vielen Kernen drinnen. Und das hat man halt wirklich im Labor schon oft verwendet, um eben zum Beispiel das Verkehrsnetz von Tokio, glaube ich, zu simulieren, weil halt man den Schleimpilz dazu gebracht hat, eben mit so Nahrung und so weiter, hat man so die größeren Städte simuliert und die Verkehrsknotenpunkte, da hat man quasi so Nahrung hingelegt, das ganz vereinfacht und dann den Schleimpilz wachsen lassen und der hat dann eben ein möglichst optimales Netzwerk zwischen den Nahrungsquellen gebildet und das war dann im Wesentlichen ein Netzwerk, das mehr oder weniger dem optimalen Netzwerk der Verkehrssysteme in Japan entsprochen hat. Und da, so hat man es dann irgendwie da, was noch nicht optimal war, optimieren können. Oder Labyrinthe kann man damit auch auflösen. Also der Schleimpilz kriegt dann auch raus, wie der schnellste Weg durch ein Labyrinth geht. Und das hat man alles mit diesem Physarum polycephalum gemacht. Ja, darum haben wir eine Vermutung, dass man vielleicht auch mit dem das gemacht hat, was du gerade erzählst. Vielleicht was anderes. Gibt ja mehr von den Viechern. Boah, das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich nicht beantworten kann, welche Art. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich auf einer ganz bestimmten Art basiert hat, weil sie haben einen Algorithmus entwickelt, der die Eigenschaften, die diese Schleimpilze haben, in eben was du gerade gesagt hast, der Art und Weise, wie sie wachsen, da imitiert. Ja, also ich weiß nicht, ob sie sich da jetzt irgendwie, ob sie da jetzt tatsächlich einen lebendigen Schleimpilz verwendet haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben nur den Algorithmus quasi dahingehend geschrieben, dass es sich so verhält, wie ein Schleimpilz wächst. Einen virtuellen Schleimpilz. Ein virtueller Schleimpilz, genau. Und die Art und Weise, wie die wachsen, ist ja auch geil, wie die das machen. Ich meine, das sind lauter einzelne Dinge, ja, können aber gemeinsam auf Inputs der Umgebung reagieren, indem sie eine Art wellenartige Wachstumsbewegung haben. Also wenn der eine wächst, wächst auch der andere, so ungefähr oder umgekehrt. Sie reagieren auf Licht zum Beispiel. Damit können sie quasi höhere Gebiete aufsuchen und dann dort besser ihre Sporen verbreiten, um sich zu vermehren. Und sie reagieren natürlich auch auf Nahrungsquellen. Und das ist eben auch das, was in dieser Arbeit simuliert wurde. Wie die Schleimpilze das machen, ist auch geil. Sie können ihre Zellmembranen so verändern, dass sie entweder Platz für mehr Organismen schaffen oder nicht. Ja? Also die können quasi zusammenrucken. Die entspannen ihre Zellmembranen, wenn sie eine Futterquelle finden, sodass quasi automatisch durch diese wellenartige Bewegung andere Einzeller nachgedrückt werden. Ne? Und dadurch entstehen diese Strukturen. Dadurch sind dann dort, wo Futter ist, mehr. Und so organisieren sich quasi, also organisieren ist das falsche Wort, ja, so kommt diese Struktur zustande. Also sie geben einander so die Möglichkeit nachzuwachsen, ohne sich jetzt quasi wirklich miteinander zu verständigen oder miteinander verständigen zu müssen. Ja, es ist eine Art von Verständigung, aber natürlich jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Diese Eigenschaft des Futterfindens und sich dementsprechend konzentrieren und fortpflanzen und vermehren, dort, wo das Futter ist. Das ist genau das, was in diesem Algorithmus verwendet wurde. Sie haben die Verteilung der Galaxien hergenommen und quasi eine Galaxienposition als Futterquelle genommen. Oder eine, ich weiß nicht, ob es eine einzelne Galaxienposition war oder eine Ansammlung an Masse. Das heißt, dort, wo die Galaxien war Futter und dementsprechend hat sich der schleimpilzartige Strukturalgorithmus quasi dort als Struktur verdichtet und dann im Endeffekt ist genau diese filamentartige Struktur, diese großräumige Struktur rausgekommen, die wir auch tatsächlich im Universum sehen, beobachten können. Okay, aber was haben wir da als Neues gelernt dadurch? Naja, also es ist kein Algorithmus, weil ich habe mir im ersten Moment, habe ich mir auch gedacht, es ist quasi eine Simulation, ja, eine Modellrechnung der Entwicklung der Strukturen im Universum. Nein, ist es eben nicht, sondern es ist eine Art und Weise, die Strukturen zu identifizieren.
und zu reproduzieren. Ne? Man denkt sich immer, ha, das ist leicht, ich mache eine Simulation zum Beispiel und dann sehe ich, da sind die Galaxien und da nicht, ja? Da ist ein Haufen und da nicht. Aber so einfach ist die Sache nicht. Das Definieren von Strukturen, wie wir eigentlich schon wissen, in der Astronomie ist oft sehr schwierig. Wir haben gerade mal eine schlechte Definition für das, was ein Planet ist. Ja? Eine okaye Definition für das, was ein Stern ist, aber da gibt es auch irgendwie Grenzen. Das Definieren von Dingen da draußen, vor allem wenn sie sehr groß sind und vielleicht gar nicht mehr so eindeutig zusammenhängen, ist sehr schwierig. Ja? Wenn ich eine Galaxie habe, das geht halbwegs noch. Wenn ich einen Galaxienhaufen habe, weiß ich, ah ja, da bin ich im Zentrum des Galaxienhaufens. Aber wo hört diese Struktur auf? Wo fängt die nächste an? Wie sind die miteinander verbunden? Das Definieren von Strukturen da draußen, Galaxienstrukturen, Galaxienhaufen, ja, das, was man quasi Environment, die Umgebung der Galaxien nennt, das ist echt nicht leicht. Und es gibt verschiedene Algorithmen, die eben versuchen, das zu definieren. Wie viele Galaxien sind um meine Galaxie herum? Wie viele andere? Ja, ist das eher wie eine Stadt? Ist das eher wie ein Dorf? Ist das vielleicht das Zentrum einer Stadt? Sind es die Randbezirke, die schon eigentlich sehr dorfartig sind, aber trotzdem noch zur Stadt gehören? Ja? Es ist wirklich nicht so easy. Und je nachdem, was ich herausfinden will, sage ich jetzt mal, verwende ich eine Art Methode, einen Algorithmus, um mir die Galaxienumgebung zu definieren. Ja? Okay, ja. Führt aber zu schwierigen, nicht so leicht vergleichbaren Resultaten auch. Ja? Also wenn man die Entwicklung von Galaxien, die ja von der Umgebung abhängt, ja, weil die Galaxien entstehen durch Kollisionen, ja, wenn man die Entwicklung von Galaxien verstehen möchte, muss man die Umgebung der Galaxie verstehen. Mhm. Und die Definition dieser Umgebung ist ziemlich tricky. Ja, das so erklärst, macht Sinn. Und das kriegt man jetzt mit diesem Schleimpilz-Algorithmus besser hin. Genau, es ist so, dass dieser Schleimpilz-Algorithmus die Strukturen, sie haben es nicht auf Beobachtungen angewendet, sondern auf eine Simulation. Sie haben es auf die Illustris-Simulation angewendet. Mhm. Das ist eine der großen kosmologischen Simulationen, kosmologisch mit Entwicklung von Gas, also eigentlich auch mit dem Messy-Stuff, auch mit irgendwie Hydrodynamik und so weiter. Also ziemlich coole Simulation. Und sie haben den Algorithmus auf diese Simulation, auf die Strukturen in dieser Simulation angewandt und der hat einfach die bestehenden Filamente, die man in der Simulation auch sieht, quasi ziemlich exakt abgebildet, sie auch auf sowohl die großen als auch die kleinen, ja, auf verschiedenen Skalen, die einzelnen Filamente identifizieren können. Es ist einfach eine bessere Darstellung des Filaments durch diesen Algorithmus gelungen. So Schleimpilze wissen besser über das Universum Bescheid als wir. Ja, so in die Richtung, ja. Sie können es zumindest mit größerer Genauigkeit reproduzieren. Ob sie auch wissen, was sie tun, ist natürlich eine andere Geschichte. Wissen wir, was wir tun? Nein, aber vielleicht ein bisschen besser als Schleimpilze. Aber ich bin mir auch sicher, dass Schleimpilze besser im Finden von Nahrungsquellen sind als wir. Ja, gut. Oder? Ja, kommt darauf an, wo ich gerade bin, aber sonst meistens finde ich was. Wir sind vielleicht besser im Finden von Getränken. Wer weiß, ja. Aber ich meine, das ist schon ziemlich cool. Und dass man da nicht irgendwie auch früher draufkommen ist, gell? Aber es ist eigentlich, wenn man sich dann im Nachhinein überlegt, eigentlich total logisch, weil klar, der Schleimpilz bildet sich dort, wo das Essen ist. Ne? Dort, wo Galaxien sind, sind mehr Galaxien. Dort, natürlich, wo die Materie ist, auch die dunkle Materie. Ja? Also dort, wo die Masse ist, kommen mehr Galaxien zueinander. Ja? Und das ist eigentlich macht es total viel Sinn, dass da genau diese Struktur auch dabei rauskommt und dass diese Strukturen auch so ähnlich sind. Ja? Es sind zwar natürlich andere Prozesse, die irgendwie dazu führen, aber im Endeffekt ist es doch die gleiche dem zugrunde liegende Idee oder Eigenschaft, wenn man so will. Ja. Naja, ziemlich cool. Aber was natürlich jetzt noch fehlt oder was jetzt noch gehört, ist, dass man das Ganze auch auf echte Beobachtungen anwendet. Ne? Auf Beobachtungen einen Survey. Also Beobachtungen von Galaxien. Ich dachte Beobachtungen von Schleimpilzen. Sowohl als auch, ja. Na, es ist, ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine super Art und Weise, wie ich die Strukturen in dieser Simulation da auch tatsächlich identifizieren kann und schauen kann, wo ist diese Galaxie in meinem Filament und wie wirkt sich das auf ihre Eigenschaften aus, ja. Ich weiß jetzt, dass zum Beispiel, sie sind zum Beispiel dann auch drauf gekommen, dass also in dieser Simulation, ja, für die Eigenschaften der Galaxie in der Simulation, ist es so, dass die Filamente
an sich einen Einfluss auf die Eigenschaften der Galaxien haben, der über die pure bin ich in einem Galaxienhaufen oder nicht Sache hinausgeht. Ja? Also es ist jetzt nur mit den Galaxienstrukturen, die man so sieht, sagen wir jetzt mal, ja, nicht ausreichend erklärt, was mit den Galaxien passiert. Und das ist nur durch die zusätzliche super großräumige Struktur, nämlich die Filamente und die Verteilung der Materie darin, so erklärbar, wie die Galaxien da jetzt dann aussehen. Ja? Und das ist schon ziemlich spannend. Also man hat da jetzt noch eine zusätzliche Variable quasi. Also du hast einen zusätzlichen Einfluss auf Galaxien, den du dann untersuchen kannst, den du damit hineinnehmen kannst und wo es vielleicht besser gelingt, die Entwicklung der Galaxien noch irgendwie vorherzusagen und zu verstehen. Ja. Allerdings muss man das halt auch wirklich auf die Beobachtungen jetzt einmal anwenden und schauen, ob das dann auch passt und auch besser passt. Ich meine, gibt keinen Grund, warum es nicht passen sollte, ne, wenn es in den Simulationen funktioniert. Aber ja, wir warten zum Beispiel auf den Dark Energy Survey, wo es die ersten Daten schon gibt, oder auf Euclid. Das wäre natürlich ideal für die Anwendung auf die Daten von Euclid, um darin die großräumigen Strukturen zu identifizieren. Bin gespannt. Du kannst ja schon mal anfangen. Du hast ja einen Schleimpilz zu Hause. Ihr könnt ja schon mal anfangen, was zu arbeiten. Ich kann mal schauen, ob ich ihn mit Galaxienpositionen füttern kann. Genau. Mal schauen, ja, was ihr auf jeden Fall machen könnt, was ihr daheim auch machen könnt, auch wenn ihr keinen Schleimpilz zu Hause habt. Es hört sich schon ein bisschen grauslich an, das Wort Schleimpilz, oder? Nein. Gut, wie geht's deinem Schleimpilz? Ist schon besser. Warst du beim Arzt? Oh nein. Oh. Was ihr daheim auch machen könnt, mit Schleimpilz oder ohne, ist, was mit Euclid zu tun hat und mit der Entwicklung von Galaxien. Ihr könnt euch wieder am Galaxy Zoo beteiligen, am Klassifizieren von Galaxien und damit der besseren, dem besseren Verständnis, wie diese Galaxien sich entwickeln, da irgendwie helfen, beitragen dazu. Es gibt nämlich den Euclid Galaxy Zoo, ganz neu. Früher war der Galaxy Zoo schon länger her, ne? Das gibt schon. Wann war das erste Mal? Schon ungefähr 10 Jahre her, oder? Na, mehr sogar. Ja, das weiß ich nicht auswendig. Da war ich sogar noch Astronomin. Also vor 15 Jahren, wie auch immer, war das ein großes Projekt, wo eben, also ein Citizen Science Projekt, wo man auf einer Webseite online einfach Galaxienbildchen klassifiziert hat, die Galaxien, die Art von Galaxie, die man da sieht, ja, eingegeben. Und das ist wirklich etwas, was mittlerweile bin mir nicht mehr so sicher, aber damals zumindest, menschliche Augen noch wesentlich besser konnten als Computer. Das zu erkennen, was für eine Art von Galaxie das ist. Ja. Das ist eine Art von, ja, Mustererkennungsfähigkeit, in der wir halt sehr gut sind, ja, in der unsere Gehirne sehr gut sind. Und die Art und Weise, wie Galaxien aussehen, hängt natürlich damit zusammen, wie sie sich entwickeln, was da passiert ist. Ja. Und darum ist es super hilfreich, wenn man einfach eine große Anzahl an visuell mit dem menschlichen Auge, mit dem menschlichen Gehirn klassifizierten Galaxien hat. Und das kann man jetzt mit den Euclid-Daten schon machen, weil es gibt ja auch von Euclid schon die allerersten Bilder. Ja, dann ab vor den Computer und schaut, dass ihr besser als der Schleimpilz seid. Genau, ab in den Galaxienzoo und dem Schleimpilz Konkurrenz machen. Wunderbar, coole Geschichte. Ja. Ich habe schon Schleimpilze gesehen, aber noch nie bei mir zu Hause. Es lohnt sich. Also ich weiß nicht, wie man sich da jetzt wie man das schafft, in sich absichtlich zuzulegen. Das habe ich nicht gemacht. Aber extrem, extrem faszinierende Dinge. Legt euch auf jeden Fall eine Wurmkiste zu. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt dieser Geschichte. Okay, gut. Ich werde mich informieren. Und wir haben diesmal auch wieder ein paar Fragen. Okay. Ist jetzt schon länger her, dass wir Fragen beantwortet haben, ja, in der oder? Vorletzten Folge haben wir Fragen beantwortet, glaube ich. Haben wir ja eh. Ja, naja. Aber trotzdem, ich habe jetzt sehr interessante, sehr gute Fragen rausgesucht und die auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben. Das erste ist, was wir erwähnen müssen, ist die Urlaubspost, die wir bekommen haben. Ja. Wir haben ja einiges an Postkarten verschickt vor unserem Urlaub. Jawohl, sind auch angekommen. Und dann hat Evi Postkarten verschickt während dem Urlaub. Und dann haben wir jetzt auch eine Postkarte von Franzi bekommen. Ganz herzlichen Dank. Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen, ja. Sehr schöne Postkarte. Ja, allerdings. Ich weiß nicht, ob diese zwei Astronauten wir sein sollen, wahrscheinlich, möglicherweise. Ich habe keine Ahnung, was ist eine schöne Fahne. Ja, das ist sehr schön. Ja, das stimmt. Nebenan, wir sind auf dem Mond. Ich weiß nicht, wo wir genau sind. Ja, wir sind auf dem Mond. Also auf einem Mond. Nein, es ist schon der Erdmond, oder? Weiß ich nicht, könnte doch irgendwie generell irgendwie ein anderer Himmelskörper sein. Ja, stimmt. Könnte eigentlich ein anderer Mond sein, ja.
Wir sind auf jeden Fall auf einem Mond und blicken hinaus ins Universum. Franzi hat auch gleich noch eine Art, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Frage war, aber eine Anregung quasi da mitgeschickt, nämlich wie denn unsere genaue Adresse wäre im Universum. Und der Vorschlag lautet also Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land, langweilig, Erde, Sonnensystem, Milchstraße, Laniakea. Kommt auf an, zwischen Milchstraße und Laniakea kann man schon noch ein fehlt noch einiges, bisschen was ja einziehen. Das hätte ich mir auch gedacht. Da kann man noch die lokale Gruppe reintun, also die Galaxiengruppe, zu der wir gehören. Dann nach der lokalen Gruppe gibt es den Virgo-Superhaufen, glaube ich. Oder kommt der Virgo-Haufen und Virgo-Superhaufen. Wir gehören nicht zum Virgo-Haufen, aber wir gehören zum Virgo-Superhaufen mit der lokalen Gruppe. Also genau, würde ich also sagen, Milchstraße, lokale Gruppe, Virgo-Superhaufen, Laniakea. Genau, das ist so ein Galaxien-Superhaufen. Aber andererseits, ich meine, es ist wie, Franzi, beim echten Briefeschreiben. Also wenn ich jetzt in Deutschland einen Brief nach Deutschland schreiben will, dann brauche ich auch nicht draufschreiben, dass es in Deutschland ist. Das heißt, wenn du nicht vorhast, aus einem anderen galaktischen Superhaufen Post zu bekommen, dann ist es eigentlich nicht so wichtig. Ja, aber natürlich ist es cool, ich verstehe die Frage schon. Und wir haben natürlich auch schon Post bekommen mit interessanten Adressen. Zum Beispiel die gehäkelten schwarzen Löcher sind in einem Briefumschlag mit der Adresse an das Universum Milchstraße 42 0314 lokale Gruppe angekommen. Stimmt, also, genau, ja. Die Post hat es zugestellt. Danke dafür. Du hast es zugestellt, Ruth. Ich habe es zugestellt. Aber ich habe es mit dieser Adresse bekommen. Und das fand ich eine gute Lösung. Mhm. Ja. Hat mir auch gefallen. Vielen Dank, Franzi. Und dann gibt es noch eine Frage von Erik. Mhm. Und nämlich hat er eine Frage bezüglich des Mittelpunkts der Welt. Was auch wieder mit der großräumigen Struktur des Universums zu tun hat, über die wir jetzt geredet haben. Und fragt, wie das denn bitte sein kann, dass das Universum kein Zentrum besitzt, wenn es doch aus einem Punkt heraus entstanden ist. Und er findet das einfach irgendwie unlogisch, dass es da sich aus dem Punkt heraus ausgedehnt hat und es aber dieser Punkt gleichzeitig nicht das Zentrum sein soll. Und bietet auch gleich eine Erklärung an, ob es daran liegt, dass sich die verschiedenen Punkte im Raum mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausdehnen. Ja, es klingt deswegen unlogisch, Erik, weil es unlogisch ist. Also das ist nicht so, wie es das du in deiner E-Mail beschrieben hast. Es ist ein bisschen anders. Es ist also vor allem wirklich, wirklich schwer vorzustellen. Also ich behaupte nicht, dass ich es mir gut vorstellen kann. Ich habe es mir einfach so oft selbst erzählt, dass ich jetzt einfach glaube, ich kann es mir vorstellen, aber wahrscheinlich kann ich es mir nicht vorstellen. Also es ist nicht so, dass da ein Punkt schon war und in dem Punkt war alles und dann hat sich alles von dem Punkt aus ausgedehnt. Das ist so, wie wir uns halt irgendwie vorstellen, da ist was, das dehnt sich aus. Dann stellen wir uns zwangsläufig so vor, das etwas liegt irgendwo und dann fängt es in dem Punkt an, sich auszudehnen und dann ist halt der Punkt das, wo es hergekommen ist. Aber das Universum war ja nicht in einem Punkt. Das Universum war und außer dem Universum, das war, hat nichts existiert. Und in diesem Universum, das sehr, 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 sehr klein war, war alles drin. Das heißt, alle Punkte, die es gibt, waren dieser eine Punkt. Das ist eine Möglichkeit, wie man es erklären kann. Und als das Universum expandiert ist, sind alle Punkte von allen Punkten weggegangen, die aber vorher alle derselbe Punkt waren. Das heißt, jeder beliebige Punkt war am Anfang der Punkt im Zentrum. Das heißt, jeder Punkt heute ist das Zentrum des Universums. Es ist eben nicht so, dass da ein Punkt war, aus dem alles raus ist, sondern alle Punkte waren damals ein Punkt. Jeder Punkt, der heute existiert im Raum, war früher mit allen anderen Punkten, die im Raum existieren, der eine Punkt, in dem alles existiert hat. Und dann hat sich alles von allen entfernt und deswegen kann jeder Punkt von sich behaupten, er wäre das Zentrum des Universums. Und jeder hat genau gleich Recht oder gleich nicht Recht. So ist es. Und vor allem nämlich auch mit der Zeit, ne? Also das ist der springende Punkt, glaube ich, auch fürs Verständnis. Das Ganze ist nicht einfach nur Raum, sondern das Ganze ist Raum, Zeit. Das ist das, was wir uns mit unseren lahmen Gehirnen da nicht wirklich gut vorstellen können. Dass dieser Punkt existiert jetzt nicht mehr oder man sagt, das Universum hat kein Zentrum, weil der in der Vergangenheit liegt, der Punkt, ne? Also den gibt es quasi jetzt nicht mehr in dem Sinn. Aber du hast das eigentlich eh gut erklärt, finde ich. Frag den Schleimpilz, der kennt sie aus mit Kosmologie. Ja, genau. Apropos Schleimpilz, es gibt die nächste Frage, die sehr gut zu dem Thema passt, nämlich Monika möchte wissen, wie dieses Cosmic Web mit den Filamenten
entsteht, beziehungsweise wann und wie denn, also weil es ja die dunkle Materie ist, die das eigentlich bildet, ja, auf großen Skalen, das ist die dunkle Materie, und wie diese dunkle Materie dann verklumpen kann zu den Filamenten. Mhm. Ja, wie denn, Ruth? Füttere den Schleimpilz mit Galaxienpositionen, und dann bekommst du die Filamente. Nein, es ist einfach so, dass die dunkle Materie bildet diese Filamente, aber sie verklumpt nicht in dem Sinn. Was man damit meint, dass dunkle Materie nicht klumpen kann, ist, dass sie nicht so dichte Strukturen bilden kann, die sich durch die Anziehungskräfte zwischen den Atomen quasi zusammenhalten, also durch elektromagnetische Kräfte eigentlich eher, weil sie diese Kraft nicht hat. Das ist, sie kann sich schon verdichten, weil sie sich eben durch ihre eigene Schwerkraft sich selbst anzieht und sich selbst auch zusammenzieht. Ja, die Schwerkraft macht das schon, aber sie kann dann quasi nicht aneinander picken bleiben, sie bleibt nicht aneinander kleben, wie normale Materie das macht, weil das eine elektromagnetische Eigenschaft der Materie ist, ja. Das Festsein und das Dichtsein. Aber natürlich kann sie durch die Schwerkraft sich schon zusammenziehen, und je mehr, wenn da einmal irgendwo irgendein Ungleichgewicht da ist, irgendwo ist ein bisschen mehr als woanders, dann beginnt das bisschen mehr zu werden. Das ist quasi wie mit dem Geld, ja. Wenn man einmal Geld hat, hat man immer mehr. Und das ist ein Ungleichgewicht, dem wir als Gesellschaft entgegenzuwirken versuchen sollten. Wie immer. Also, und wann entsteht das? Naja, das kommt darauf an, wann man ein Filament als quasi Filament bezeichnet. Man sieht ja diese Strukturen schon ganz früh im Universum im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Ja? Also in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die entstanden ist, wie das Universum, das dichte, heiße Universum, zum ersten Mal quasi kühl genug war, um Licht rauszulassen oder Licht durchzulassen. Und sogar in diesem super heißen Universum am Anfang waren da schon diese Strukturen da. Ja. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen? Nein, ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch was hinzufügen möchte, weil du eh schon alles gesagt hast. Also ja, alles das, was wir heute im ganz, ganz Großen sehen, in Form von Filamenten aus Galaxienhaufen, war schon da, bevor es überhaupt irgendwas gegeben hat, wo nur da irgendwie einzelne Atome rumgeflogen sind, aber da waren halt ein bisschen mehr Atome an der einen Stelle, ein bisschen weniger an der anderen, und da, wo damals ein bisschen mehr Atome an einer Stelle waren, haben wir heute galaktische Superhaufen, und da, wo ein bisschen weniger Atome waren, haben wir heute galaktische Voids, Leerräume. Das, was wir heute sehen, ist ein Resultat der, ja, wenn man so will, Quanteneffekte, die kurz nach dem Urknall die gleichmäßige Verteilung der Energie und Materie minimal beeinflusst haben. Und damals waren es natürlich noch nicht jetzt Filamente in dem Sinn, sondern nur ganz kleine, ganz leichte, zufällige Ungleichheiten, die sich dann erst natürlich im Laufe der Zeit zu den Filamenten, die wir heute sehen, verdichtet haben. Alles Zufall im Universum. Wir sind alles Zufall. Eine außer Kontrolle geratene Quanteninstabilität. Ja, genau. Ja, naja, das, was halt Wasserstoffatome machen, wenn man sie 14 Milliarden Jahre alleine lässt. Genau. Eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte. Eine Frage, die ich ziemlich cool gefunden habe. Von Thorsten kommt die Frage. Okay. Die auch so ein bisschen was mit dem frühen Universum zu tun hat, aber eher mit dem Licht, das wir beobachten von diesem frühen Universum. Es geht um die Rotverschiebung, um das James-Webb-Teleskop und um das Infrarotlicht. Und Thorsten fragt, ob das Licht aus dem frühen Universum durch die große Rotverschiebung ja nicht einfach irgendwann sogar aus dem Infrarot Bereich quasi verschwinden würde und wir es sogar mit dem James Webb Space Teleskop nicht mehr beobachten könnten. Es ist ja so, dass wir das sichtbare Licht von Galaxien, wenn sie weiter weg sind, nicht mehr mit unseren eigenen Augen sehen können oder auch eben nicht durch ein Teleskop mit unseren eigenen Augen, ja, weil es so stark rot verschoben ist, dass all das normale Licht ins Infrarot rübergeschoben worden ist. Ja. Das heißt, man sieht im Infrarotbereich mit dem James Webb die frühen Galaxien, die mit einem normalen Teleskop, quasi auch mit dem Hubble-Weltraumteleskop zum Beispiel, unsichtbar wären, per Definition unsichtbar, weil das Licht so weit rot verschoben ist. Würde das nicht irgendwann auch mal dem James Webb passieren? Ja, ich glaube, das wird vermutlich schon für einige Galaxien passiert sein, oder? Nein. Nein, es ist noch nichts verschwunden. Es ist noch nichts verschwunden. Naja, nein, es ist noch nichts verschwunden. Da gab es noch keine Galaxien. Okay. Also es ist tatsächlich, ja, Thorsten, guter Gedanke, natürlich, rein theoretisch, ja. Ne? Und er fragt dann noch weiter, wie man dann halt überhaupt quasi dann Dinge über die ersten Galaxien wissen kann oder sie beobachten kann, wenn man sie ja dann eigentlich sogar mit dem James Webb gar nicht mehr sehen
würde. Es ist jetzt so, dass der Infrarotbereich im Vergleich zum sichtbaren Lichtbereich sehr, sehr groß ist, ja. Der geht stimmt, ziemlich, das habe ich voll nicht ziemlich berücksichtigt. Lang, ziemlich weit. Die Wellen werden sehr, sehr groß. Irgendwann werden sie dann zu Mikrowellen, also zu kurzen Radiowellen und irgendwann zu Radiowellen. Da sind sie dann schon Zentimeter, Meter, Kilometer lang teilweise, ja. Das James Webb beobachtet mit dem MIRI, dem Mid-Infrared-Instrument, bis zu 28 Mikrometer. Mhm. Das ist die Wellenlänge. Ja, also nicht mehr Nanometer, wie das sichtbare Licht, so bei ungefähr so ein paar hundert Nanometer, sondern Mikrometer, schon Faktor 1000. Ja. Da wäre das sichtbare Licht der Galaxien unsichtbar bei einer Rotverschiebung von 70. Ja, das ist ein bisschen was. Das ist da weit, ja. Also das entspricht, Rotverschiebung von 70 entspricht ungefähr 30 Millionen Jahren nach dem Urknall. Das ist nach dem kosmischen Hintergrund, ja. Der kosmische Hintergrund ist bei einer Rotverschiebung von ungefähr 1100. Okay. Also die Rotverschiebung geht dann schnell hoch, aber mit dem James Webb könntest du sichtbares Licht bei einer Rotverschiebung von 70, also 30 Millionen Jahre nach dem Urknall, sehen. Das ultraviolette Licht der Galaxien, weil es gibt ja dann noch blaueres Licht, das wir auch nicht sehen, schiebt sich weiter, das sehen wir dann noch und bis zu der Grenze, bis zu diesem sogenannten Lyman Limit, wo dann quasi alles Licht absorbiert wird und man nichts mehr sieht, bis dahin, das wäre für das James Webb bei den 28 Mikrometern eine Rotverschiebung von 300. Also du kommst da schon quasi fast an den kosmischen Hintergrund ran. Rein theoretisch. Natürlich geht das mit der Sensitivität nicht, ja. Die Auflösung ist nicht so sehr das Problem, weil die Galaxien ja früher, ganz früher, ja wieder ein bisschen größer werden, weil das Universum ganz früh viel kleiner war. Das heißt, es ist der gleiche Bereich auf einen größeren Teil Himmel verteilt, ja. Aber die Sensitivität, die Lichtsensitivität reicht natürlich nicht, weil das Licht wird immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und dann kann ich natürlich nicht die Galaxien bei einer Rotverschiebung von 300 sehen. Abgesehen davon, dass es dann noch gar keine Galaxien gab. Man nimmt an, dass sich die ersten Sterne in den ersten Galaxien bei einer Rotverschiebung von ungefähr 20, ein bisschen mehr vielleicht gebildet haben, also ungefähr 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und das ist etwas, was absolut im Bereich des James Webb liegt, dass das James Webb sehen kann. Das heißt, wenn das so ist, wenn unser Verständnis vom Universum mehr oder weniger richtig ist und sich die ersten Sterne und die ersten Galaxien nach ungefähr 100 Millionen Jahren nach dem Urknall gebildet haben, dann kann das James Webb das sehen. Sowohl von der Rotverschiebung her, als auch von der Sensitivität her, die es hat. Sind wir froh, dass wir nichts verpassen. Ja, genau. Ne? MIRI geht nichts durch die Lappen, zumindest keine frühen Galaxien, es sei denn, sie fangen noch viel, viel früher an, als wir bis jetzt gedacht haben, dann vielleicht schon. Vielen Dank für die Frage, Thorsten. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at. Ab nächster Folge haben wir vor, den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Keine Sommerfolgen mehr, wo irgendwas weggekürzt wird. Da werden wir dann auch wieder ausführlich Fragen beantworten. Nicht nur neue Fragen, sondern auch alte Fragen. Also schickt uns eure Fragen, wenn ihr welche habt. Und dann besteht eine Chance, dass wir eine Antwort drauf haben. Eine höher als 0%ige Chance, wie wir das letzte Mal gesagt haben, ja. Genau. Was wir auch noch haben in dieser Folge ist Science Frames mit Efi. Auch Efi ist aus dem Urlaub zurück und wir haben wieder was besprochen. Wir haben noch nicht ganz den Normalzustand wiederhergestellt. Wir haben nicht über einen Science-Fiction-Film gesprochen, sondern über mehrere Science-Fiction-Filme und Bücher. Aber am besten ist es, ihr hört es euch selbst an. Wir sind bei Science Frames mit Efi. Hallo Efi. Hallo Florian. Und wir reden heute über Science Fiction, wie immer, und über Wissenschaft, wie immer. Aber die Wissenschaft ist irgendwie anders als sonst und die Science Fiction ist auch anders als sonst. Und vor allem ist mehr von beiden da. Ja, richtig, genau. Also wir starten jetzt noch nicht ganz mit den regulären Science Frames durch. Das kommt dann erst das nächste Mal wieder. Aber ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden, den ich gerne mit euch teilen möchte. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das euch alle interessiert. Beziehungsweise das ist halt etwas, wo ich darüber stolpere, dann freue ich mich immer total drüber und bin dann halt gleich ganz begeistert. Und deswegen dachte ich mir, können wir heute mal bei Science Frames auch darüber sprechen. Ja. Und zwar gibt es von der ESO einen
Blog. Da haben jetzt Mitarbeiter ihre beliebtesten Science-Fiction-Geschichten präsentiert, also quasi Sci-Fi-Empfehlungen vom ESO-Stuff. Und also wenn euch das nicht interessiert, weiß ich auch nicht. Ja, na dann bin ich gespannt, was die ESO, also die ESO ist die Europäische Südsternwarte, da ist auch Österreich Mitglied und ganz viele andere Länder, was die Europäische Südsternwarte ist. Und die Geschichte der Europäischen Südsternwarte wäre eine eigene Podcast-Folge mal wert, weil das sehr, sehr spannend ist, dass wir uns auch eine Sternwarte auf die Südhalbkugel gebaut haben als Europa, weil wir sind halt nicht auf der Südhalbkugel, aber da gibt es viel zu sehen auf der Südhalbkugel und darum haben wir uns in Chile eine Sternwarte hingebaut. 2008, glaube ich, ist Österreich erst beigetreten. Deutschland ist schon länger dabei natürlich, aber da arbeiten ganz viele Menschen und ja, waren im Sommer Fahrt oder sowas den Leuten vom ESO Outreach und die haben jetzt mal gesagt, was sie für Science-Fiction-Filme und Bücher gut finden. Und du wirst uns jetzt erzählen, was es ist. Natürlich, offensichtlich gibt es da eine sehr große Überlappung von diesen Astronomen, Ingenieuren, die da arbeiten, ja, mit Science Fiction. Es dürfte, glaube ich, alle Leute in dem Bereich Science Fiction in ihrem Beruf getrieben, außer dich, glaube ich, oder? Du bist der Einzige, der nicht aufgrund von irgendwelchen Science Fiction Filmen oder Romanen Astronom geworden ist. Mich hatte schon interessiert. Ich habe gern Star Trek geschaut und so weiter als Jugendlicher und auch Science Fiction Bücher gelesen. Das war schon interessant, aber das war nicht der Grund, warum ich Astronomie studiert habe. Das hat da tatsächlich keinen Einfluss drauf gehabt. Ach, seltsam. Verstehe ich gar nicht. Tja. Ja, bei den ESO-Leuten war es ein bisschen anders. Also da gibt es natürlich jetzt schon ein paar Empfehlungen, würde ich jetzt einmal sagen. Allerdings für mich war jetzt nicht überraschend Neues dabei. Es sind dann halt schon auch immer wieder die üblichen Verdächtigen, die da auftauchen. Was mich gleich am Anfang eingeholt hat, ist ja eine Serie, die ich ja irgendwie noch immer nicht geschaut habe. Also weder gelesen noch geschaut habe. Und zwar geht es um The Expanse. Wir haben da glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich würde es lieber lesen als gucken, weil die Serie habe ich jetzt schon 3-4 Mal angefangen und bin nicht über Folge 4 hinausgekommen. Obwohl es ein interessantes Thema ist. Also es hat eigentlich alles, was, ja, was spannend ist, was mich interessiert. Ich habe mich da irgendwie immer von abschrecken lassen, von dem Autor der Buchserie, James Corey, der ja, soweit ich das weiß, hauptsächlich so Military Science Fiction oder sowas gemacht hat. Und das war ihm das, was mich am wenigsten interessiert, also so Kämpfe im Weltall, aber The Expanse, was auf Deutsch übrigens auch The Expanse heißt, dürfte vermutlich doch ein bisschen anders sein. Also vielleicht fange ich auch mal mit den Büchern an und schaue mir dann die Serie dazu an, wenn mich die Bücher überzeugt haben. Mal schauen. Aber auf jeden Fall dürfte es die Leute bei der ESO überzeugt haben oder zumindest eine Person genau, bei der ESO. Also das dürfte jetzt ein klassisches Weltraumabenteuer auch sein. Ich glaube, der Main Character ist ja irgendwie so ein Detektiv, der ja dann irgendwie zu der Verschwörung oder sowas dann auch halt rein stolpert, mehr oder weniger. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Gut. Ja, das nächste aber, was ich gesehen habe, ist The Martian. Das neue habe ich ja noch nicht gelesen, das Project Hail Mary. Ja, das heißt auf Deutsch Der Astronaut und ist auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt wenig überraschend, dass das die Wissenschaftsleute fasziniert, weil der Typ, der es geschrieben hat, hat ja auch mal, soweit ich weiß, bei der NASA gearbeitet und hat das alles sehr, sehr, sehr wissenschaftlich korrekt, ist übertrieben, aber zumindest so geschrieben, dass man da wirklich sehr viel echte Wissenschaft drin finden kann. Und das neue Buch auch da genannt wird, ist auch nicht überraschend, weil der Andy Weir hat ja nach Der Marsianer noch ein zweites Buch geschrieben, Artemis hieß das, habe ich auch gelesen, ist auch sehr schön, aber war längst nicht so erfolgreich wie Der Marsianer, das spielt auf so einer Mondstation und ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man wissen will, wie es auf so einer Mondstation abgeht, kann man das lesen, aber es hat halt so dieses, ja, das gefehlt, was den Marsianer so ausgemacht hat, dieses Bastel und wissenschaftliche Rätsel lösen, was ja genau das ist, was vor allem die Wissenschaftscommunity anspricht, was da eben in Reinform in der Marsianer war. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, der Trick funktioniert nur einmal, weil wenn man es noch einmal so macht mit der Marsianer, dann sieht man halt, okay, das ist nochmal dasselbe Buch. Aber tatsächlich hat Andy Weir mit Project Hail Mary oder Der Astronaut es geschafft, nochmal der Marsianer zu schreiben, aber so, dass es einen überhaupt nicht stört. Also es ist eine komplett andere Handlung, okay. Da geht es um außerirdisches Leben und so weiter, aber im Wesentlichen ist es wieder, ein Typ, der ein wissenschaftliches Rätsel nach dem anderen lösen muss, so wie damals eben Mark Watney bei der Marsianer, aber halt in einem ganz anderen Setting und so schön gemacht, dass man wirklich überhaupt kein Problem damit hat, dass er wieder genau das Gleiche macht, weil das hat er mir beim ersten Mal gefallen, gefällt er mir beim zweiten Mal nochmal und weil alles andere drumherum so anders und gut ist, ist es wirklich fast besser, finde ich, als der Marsianer. Ja, ich habe den Marsianer nicht gelesen, ich habe nur den Film gesehen. Ja, ist ein Unterschied. Okay, ja. Ja, deswegen, ich kann jetzt nur zum Film was sagen und der Film hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, ist auch gut. Aber er gehört tatsächlich zu dieser Art von Filmen, die ich mir irgendwie nur einmal anschaue und dann bin ich irgendwie fertig mit dem Film. Also ich habe da jetzt nicht das Bedürfnis, den Film nochmal zu sehen.
Also es ist jetzt keiner, den ich mir irgendwie 10-mal oder so anschauen möchte. Das Buch kann man öfter lesen. Übrigens wird Project Hail Mary auch verfilmt mit Ryan Gosling. Ah, okay, interessant. Müssen wir schauen. Machen wir wieder Hörertreffen. Das fixiere ich jetzt gleich einmal. 20. März 2026 sehe ich gerade. Ah, na bitte, sehr gut. Na, können wir schon Hörertreffen organisieren. Gut, aber da überrascht es mich nicht, dass das die Wissenschaftsleute fasziniert, weil das ist ein Buch für Wissenschaftsleute. Ja, ja, das stimmt, das ist schon so angelegt, ja. Ich möchte jetzt noch eins rausgreifen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass das so eine Renaissance gerade stattfindet. Und zwar gibt es ja zwei sehr bedeutende Science-Fiction-Autorinnen, die eigentlich so in den 60er, 70er Jahren aktiv waren. Vielleicht ist es aber auch nur rein subjektiv das Gefühl, die dann irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die jetzt gerade wieder voll aufleben. Und das ist halt Ursula Le Guin und natürlich Octavia Butler. Und Ursula Le Guin wird da auch eben genannt mit der Dispossessed. Also hast du auch das Gefühl, dass das jetzt irgendwie neu auflebt, die zwei Autorinnen? Kann gut sein. Ich meine, es lebt wahnsinnig viel neu auf, weil halt irgendwie die ganzen Streaming-Plattformen Material brauchen für ihr Zeug. Also da ist es klar, dass dann, auch so wie Margaret Atwood, die gibt es ja auch schon ewig und die ist auch jetzt vor allem durch die Verfilmung, die irgendwas mit der Markt heißt auf Deutsch. Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Das ist dann auch wieder nochmal populärer geworden durch die Serie. Und bei Octavia Butler gab es ja auch eine Serie jetzt über diese Zeitreisegeschichte. Genau, The Kindred. Ursula Le Guin, weiß ich gar nicht, ob da was verfilmt worden ist von ihr. Ich glaube, diese ihre Fantasy-Zeug, RC-Chroniken oder sowas, ist glaube ich verfilmt worden. Auch, ja. Von ihren Science-Fiction-Sachen, glaube ich, ist noch nichts verfilmt worden, was schade ist, weil die wirklich sehr, sehr gute Themen hat und halt vor allem halt auch so Themen, die jetzt gerade aktuell sind. Also The Left Hand of Darkness, wie heißt denn das auf Deutsch? Die linke Hand der Dunkelheit wahrscheinlich. Ja. Da geht es halt viel um diese ganzen Dinge, die jetzt wirklich so intensiv diskutiert werden wie nie zuvor. Das ganze Gender-Geschichte und Sexualität und alles spielt da eine wichtige Rolle. Oder in dem anderen schönen Buch The Word for World is Forest. Das ist so eine Novelle, also ein bisschen kleineres Buch und heißt auf Deutsch, das Wort für Welt ist Wald. Habe ich auch gelesen, ist auch ein sehr, sehr schönes Buch, weil es halt da auch wieder die ganzen Geschichten, die jetzt eine Rolle spielen, Umweltschutz und so weiter drin, vorwegnimmt. Und selbst das Buch, was da in dem ES-Artikel erwähnt worden ist, The Dispossessed, auch das, ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber auch das ist einerseits ein wunderschönes Buch aus himmelsmechanischer Sicht und ein wunderschönes Buch aus auch politischer Sicht, weil es um ja ein Doppelplanetensystem quasi geht, also so zwei Planeten oder ein Planet mit einem sehr, sehr großen Mond, also wirklich zwei Planeten, wo es sehr leicht ist, hin und her zu fliegen. Und auf dem einen haben die Menschen sich angesiedelt, die gerne irgendwie so eine anarchistische Gesellschaft gründen wollten. Auf der anderen so die 0815 kapitalistische Gesellschaft. Und dann reist der eine von den Anarchisten zu den Kapitalisten wegen irgendeinem Wissenschaftszeug. Und man hat halt einerseits diesen schönen politischen Kontrast und andererseits halt auch ja die Astronomie, wie das ist mit so zwei nahen Planeten. Also ich finde es ein wunderschönes Buch, wirklich sehr, sehr gut zu lesen. Von 74 ist das, sehe ich gerade. Hat auf Deutsch, wenn man es kaufen möchte, früher mal den nicht ganz so schönen Titel Planet der Habenichtse gehabt, weil die Anarchisten haben ja alle nichts, sind alles nämlich so Hippies. Und mittlerweile gibt es eine neue Übersetzung von 2017, die heißt Freie Geister, was das ein bisschen besser trifft, was im Buch passiert. Finde ich auch sehr schön, Freie Geister. Also eben auch dieses Spiel mit diesen unterschiedlichen Ansätzen, die du halt auch als Gesellschaft haben kannst. Und dass vor allem halt nichts irgendwie so gegeben ist, wie es ist, sondern dass wir das halt alles auch geformt haben, auch die Welt, in der wir halt jetzt leben. Es hat auch ein Buch, das wieder sehr, sehr aktuell ist, weil es halt auch um diese ganzen Geschichten geht. Was ist am Kapitalismus schädlich für die Welt? Was ist am Kapitalismus vielleicht auch gut für die Welt? Umgekehrt, wie kann eine nicht-kapitalistische Gesellschaft funktionieren? Das sind auch alles Themen, die man heutzutage diskutiert, wenn es um Umweltschutz, Klimagerechtigkeit und das ganze Zeug geht. Also ich glaube, Ursula Le Guin ist unter anderem deswegen aktuell wieder so populär, weil sie einfach schon sehr, sehr früh Themen behandelt hat, die heute erst wirklich relevant werden. Also man kann, das ist meine Empfehlung jetzt hier, ich bin nicht bei der ESO, aber ich empfehle es trotzdem, von Ursula Le Guin kann man gerne alles lesen, was man in die Hände kriegt. Na, das ist ja sehr schön, deine Empfehlung. Dann habe ich aber auch noch eine Empfehlung zum Schluss zu machen. Und zwar, also Sie erwähnen natürlich auch Star Wars und Star Trek, ja, und auch unter anderem Isaac Asimov, den Foundation-Zyklus natürlich. Und da habe ich jetzt aber angefangen, nicht mit, weil der Foundation-Zyklus ist ja quasi ein riesiges Lebenswerk von Asimov, ja, ein bisschen so als Brückenschlag
Vortrag im Four Foundation kann man lesen, wenn man möchte. Also ich habe das jetzt eben begonnen oder habe es schon jetzt ein paar Teile durch, und zwar die Stahlhöhlen. Mhm. Mir hat das sehr gut gefallen. Das ist eigentlich so ein klassischer Krimi ein bisschen, so ein Whodunit, der eben in der Zukunft spielt. Ja, Roboter kommen darin vor natürlich. Finde ich sehr gut, und es ist eben so ein klassischer Detektivroman, eigentlich ist auch aus den 50ern, und finde ich sehr nett, wie er da auch diese Welt beschreibt, in der der Detektiv da lebt, der dann diesen Mordfall lösen muss. Ja, habe ich auch gelesen, kann ich auch empfehlen. Also das Stahlhöhlen ist der erste oder eigentlich der zweite Teil der Roboter-Serie. Das fängt ja an mit dem iRobot, dieser Kurzgeschichtensammlung. Und genau, dann kommt eben diese Roboter-Romane, die dann gegen Ende, wenn man die Bände bis zum Schluss liest, dann so ein bisschen mit dem Foundation-Zyklus fusionieren. Also die steuern beide so auf selbe hin. Falls jemand den Foundation-Zyklus ein bisschen zu heftig findet, was ich verstehen kann, kann man gern mit den Robotern anfangen. Das lohnt sich. Ja, eben, das finde ich mir auch ganz nett. Also es gibt dann eben noch die nackte Sonne oder die nackten Sonnen und dann im Aufbruch zu den Sternen. Und ich finde die wirklich sehr nett. Ja. Also die schließen auch so aneinander an. Also da ist alles eben mit dem Detective. Und ich finde, die lesen sich total nett. Also die kann man mal am Wochenende lesen, finde ich. Genau, mach das. Und ich weiß nicht, wer aus unserer Hörerschaft bei der ESO arbeitet oder nicht. Wir haben vermutlich ein, zwei Leute dabei, die bei der ESO arbeiten. Vielleicht können die uns auch empfehlen, beste Science-Fiction-Bücher oder Filme. Aber natürlich geht der Aufruf an die gesamte Hörerschaft. Also das, was die ESO kann, das könnt ihr sicherlich auch. Und insbesondere, wenn ihr wegen Science-Fiction in der Wissenschaft gelandet sein solltet, dann erzählt uns das. Das interessiert uns dann, welche Science-Fiction euch in die Wissenschaft gebracht hat. Weil wie gesagt, mich hat es ja nicht dahin gebracht. Und vor allem warum? Mich hat die Science in die Wissenschaft gebracht und nicht die Fiction. So schaut's aus. Schreber. Ja. Was euch in die Wissenschaft gebracht hat, das erzählt ihr uns. Und was du an Fiction gefunden hast, das erzählst du uns in der nächsten Folge von Science Frames. Genau. Und bis dahin sagen wir tschüss. Bis dann, tschüss. Du hast ja auch bei der ESO gearbeitet, Roth, aber nicht offiziell, oder? Du warst nicht ESO-Angestellte irgendwann mal. Oder doch? Hast du nicht ich so hatte ein, naja, nein, Angestellte war ich nicht, aber ich hatte ein Studentship, wie ich in Chile war. Ja. Ein Semester durfte ich, ja. Aber gilt nicht als offiziell. Ja, aber du darfst trotzdem hier jetzt Folge ergänzen und dein Lieblings-Science-Fiction-Buch oder Lieblings-Science-Fiction-Serie bekannt geben, die noch nicht vorgekommen ist, weil ich weiß, dass du ein großer Fan von The Expanse bist, aber das ist ja schon genannt worden von der ESO. Ja, naja, großer Fan. Ja, okay, aber du hast ja schon mir erzählt, dass du es gut findest. Also das ja, darfst du nicht nochmal sagen. Ja, fand ich gut. Ja, fand ich gut. Da kommen übrigens auch fast Schleimpilze drin vor. Okay, gut zu oder? Wissen. Ah nein, das stimmt gar nicht. Blöd, ich rede an Schwachsinn. Die Pilze, das ist Star Trek. Das ist Discovery. Habe ich nicht gesehen, Discovery. Wo das Pilznetzwerk drin vorkommt. Der Spore Drive, wo sie das... Ah, das habe ich nicht gesehen. Hyperspace Mycelium. Nein, es ist wild. Es ist, okay. ich fand Discovery, fand ich auch okay. Es war ein bisschen... teilweise ein bisschen, aber manchmal war es ein bisschen zu amerikanisch irgendwie. Ja, ich habe Discovery irgendwie verpasst, mir anzuschauen. Nicht jetzt irgendwie aus Unwillen, sondern einfach nur, ich habe nie geschafft. Aber ich hatte Strange New Worlds, die neueste Star Trek-Serie, die ist wirklich die großartigste von allen bis jetzt fast. Habe ich ja schon öfter gesagt, ja. Also das wäre jetzt quasi meine Empfehlung. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja doch, das muss machen. Das ist Star Trek, das ist so wie Star Trek früher war, nur halt in modern. Ist das jetzt gut oder nicht? Ja, doch, es ist sehr gut. Es ist jetzt nicht mehr so, wie es halt wie bei, vermutlich auch bei Discovery war, wie es dann bei vielen Serien heutzutage ist, dass halt wirklich da die Handlung eigentlich über 5 Staffeln geht. Und das war ja früher nicht so bei Next Generation oder auch bei der alten Serie. Da war eine Geschichte und dann war es aus. Und bestenfalls gab es mal eine Doppelfolge. Und das haben sie da auf Strange New Worlds. Das Raumschiff Enterprise fliegt durch die Gegend und erlebt Abenteuer. Und vor allem, sie haben auch überhaupt keinerlei Hemmungen, neue Sachen auszuprobieren, die immer im Rahmen des Alten bleiben. Also es gibt und erschreck dich nicht, es gibt eine Musical-Folge. Wo sie singen, ja, wirklich? Wo ich gedacht habe, ich habe da die Vorschau gesehen, was ist das für ein Scheiß? Das könnte nicht machen, eine Musical-Folge. Aber sie haben es echt geschafft, das im Rahmen des Star Trek-Universums wissenschaftlich zu argumentieren, warum die jetzt dastehen und singen. Und das ist irgendwie, also ich bin wirklich kein Freund des Musicals. Ich würde eher sagen, ich bin ein Feind des Musicals. Aber ein Feind. Die Folge war gut. Ja. Also Strange New Worlds ist wirklich großartig. Also wenn du dir was anschauen willst, dann schau dir das an. Aber eigentlich sollst du mir was empfehlen, nicht ich dir. Und gibt's keine
Parallelzeitlinien-Scheiß. Das nervt mich ja dann immer so an. Wenn sie irgendwie es nicht hinkriegen, mit ihrem Plot Sinn zu ergeben, dann ist es einfach eine alternative irgendwas, Zeitlinie oder ein Paralleluniversum oder sonst irgendwas. Da denk mal, ja, oder schon wieder. Naja, wie auch immer. Ich soll was empfehlen. Boah. Kann auch ein Buch sein, aber du liest auch so wenig Bücher. Du schaust ja mehr Sachen. Ich lese ja auch nicht, nein. Ja, aber ich soll ja, es gibt nichts, was du nicht kennst, was ich kennen würde, oder? Es gibt genug, was du kennst, was ich nicht kenne, aber ich weiß halt, was es ist, weil ich kenne es ja nicht. Was jetzt Science Fiction angeht, stimmt. Conundrum. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt empfehle. Muss es was Neues sein? Nein, überhaupt nicht. Die ESA hat ja auch Zeug aus den 60ern empfohlen. Ach so. Dann empfehlen eine Planetarium-Show, wenn dir gerade nichts einfällt. Meine eigene? Ja, kannst du auch machen. Kannst dein eigenes Buch empfehlen. Das kann ich jetzt natürlich nicht bringen. Aber es ist ja auch keine Science-Fiction insofern. Es ist Science. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein. Gut, dann geben wir die Frage noch ein weiteres Mal weiter an die Hörerschaft. Ruth, fällt nichts ein. Dann bitte empfehlt Ruth Sachen, damit Ruth beim nächsten Mal Sachen empfehlen kann. Empfehlt mir Empfehlungen, damit ich nicht wieder so dastehe wie der letzte Depp. Genau, sagt Ruth, was sie sagen soll, wenn sie gefragt wird, was sie an Science Fiction empfehlen kann, damit sie auf Partys auch mitsprechen kann und nicht immer alleine in der Ecke stehen und traurig schauen muss. Voll. Ja. Ja, das waren Science Frames. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder klassisch um Science Fiction Filme. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen, die Evi recherchiert. Also ich glaube, wir kommen wieder eine schöne, ja, obskure Mischung aus bekannten und unbekannten Science Fiction Filmen mit bekannter und unbekannter Wissenschaft. Und ich habe schon Angst vor Weihnachten. Also da gibt's, ich habe gesehen, irgendwie ein in Evis Playlist etwas. Also ich hoffe nicht, dass sie es aussucht. Ich muss es ja meistens mitschauen und ich möchte das nicht anschauen. Aber das werden wir dann zu Weihnachten sehen. Du wirst immer zwangsverpflichtet. Genau. Apropos Zwangsverpflichtung, ja, wir haben mich ja schon zwangsverpflichtet, zu unserer Show in Darmstadt zu kommen. Ihr seid verpflichtet, wenn ihr das hier hört, müsst ihr kommen. Gibt keine Entschuldigung. Nein, gibt natürlich Entschuldigung, aber es wäre schön, wenn ihr kommt zu unserer Live-Show am 30.11. in Darmstadt. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Sachen anzukündigen. Ich kündige noch für die Kurzentschlossenen in Wien und Umgebung an, dass morgen am 25.09. eine Science-Buster-Show in Baden stattfinden wird. Baden bei Wien, da werde ich mit dabei sein. Und ansonsten habe ich aktuell nichts in der näheren Zukunft zu empfehlen. Wie sieht es bei dir aus, Ruth? Ein bisschen weiter in die Zukunft gibt es was Cooles zu empfehlen. Ja, dann leg los. Im Oktober, nämlich Mitte, Ende Oktober, von 21. bis 24. Oktober, gibt es das großartige Mint Festival in Lienz. Ach, da waren wir doch letztes Jahr, oder? Ich war da vor 2 Jahren schon. Wir haben doch gemeinsam eine Veranstaltung gemacht in Lienz. Nein, das war in Leoben. Ach, Leoben, ja, irgendwas in Österreich, eine Provinz mit L. Aber ich war letztes Jahr auch in Lienz, da habe ich einen Vortrag gehalten im MINT-Festival in Lienz. Genau, du warst letztes Jahr. Ja. Ich war schon vor 2 Jahren und die sind echt sehr nett und ist cool. Und das Planetarium wird wieder vor Ort sein. Wir machen alle möglichen Sachen, Schulen, aber nicht nur. Also, falls ihr da irgendwie in der Gegend seid oder hinkommen wollt, kommt nach Lienz. Dort ist schön, vor allem im Oktober, wenn das Wetter schön ist. Ja. Das noch war, wie ich vor 2 Jahren dort war, voll. Da war das Wetter noch voll schön und es war richtig schön warm und perfekt zum Wandern und cool. Und also auch wenn das Wetter nicht so schön ist, Lienz ist schön und da kann man viel machen. Ja, dann kommt nach Lienz und dann haben wir aktuell nichts anzukündigen. Es kommt dann in den nächsten Folgen im Oktober, habe ich dann mehr Sachen, die ich noch ankündigen kann, glaube ich, so ein paar. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge am besten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, jetzt können wir uns bedanken. Dann sind wir fast durch, bleibt uns nur noch, uns bei euch zu bedanken. Genau. Für eure Großzügigkeit und finanzielle Unterstützung. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns einfach zuhört. Ihr müsst uns kein Geld geben. Aber ihr könnt. Kein schlechtes Gewissen haben. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Und wenn ihr eure Wertschätzung auch auf diese Art und Weise ausdrücken wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns mit einer Spende zu beglücken. Und zwar geht das über PayPal. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank an Florian, Markus, Sabine, danke Marvin, Wolfgang, Markus, Jens, Marita, Ima, Udo,
Danke an die Häkel-Michi, ja, die uns diesmal Geld schickt statt Gehäkelten, sagt sie. Vielen herzlichen Dank. Das Gehäkelte kommt dann das nächste Mal wieder, hat sie versprochen. Gehäkeltes Geld. Gehäkeltes Geld vielleicht. Ja. Danke Julian, Grisha und Matthias. Vielen Dank. Danke euch. Und dann könnt ihr, wenn ihr faul seid, auch ein Spenden-Abo abschließen, wo dann regelmäßig jedes Monat unser Geld zugutekommt. Wie ihr das macht, ist uns eigentlich wurscht, oder? Ich meine, auf PayPal sind weniger Gebühren, aber auf Steady und Patreon ist es buchhalterisch einfacher. Stimmt. Und vorausplanungstechnisch einfacher. Genau. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Steady oder Patreon kann man so ein Spenden-Abo einrichten und das haben seit dem letzten Mal gemacht. Carsten, Arne, Helmut, Thomas, noch ein Thomas und Stefan. Sehr, danke sehr euch. Vielen Dank für das alles, weil wir freuen uns, dass wir nicht nur euren Zuspruch in Form von anhaltender Aufmerksamkeit beim Podcast haben und euren Zuspruch in Form von Besuchen bei Live-Veranstaltungen, sondern auch den finanziellen Zuspruch, weil, wie gesagt, ein bisschen was Arbeit ist das ja doch hier, ein bisschen was kostet es und wenn wir da ein bisschen was zurückkriegen, dann freuen wir uns darüber und je mehr wir mit dem hier verdienen, desto weniger müssen wir Arbeit für andere Sachen machen. Das ist auch nicht schlecht. Naja, ist ja so. Je mehr Geld wir also einfach fürs Quatschen kriegen, desto weniger Arbeit muss man sonst machen. Schon vorbereiten. Und wie gesagt, das muss man, das schneiden muss ja auch wer und der wer, der schneidet, bin ich. Also das ist, es ist schon ein bisschen Arbeit auch dahinter. Das ist nicht nur Quatschen. Na sicher. Klingt nur oft so. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns unterstützen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und vergessen habt, was wir gerade gesagt haben, die Infos gibt es in den Shownotes unter dasuniversum.at. Da sind auch alle Kontaktadressen und so weiter drin. Und dann sind wir jetzt fertig, oder? Jetzt sind wir fertig. Und falls ihr euch wundert, wenn ihr uns was gespendet habt im September und ihr habt euren Namen nicht gehört, kommt nächstes Mal dran, weil für uns ist es ja noch nicht so weit. Genau, wir sind dann erst ab der nächsten Folge wieder im normalen Rhythmus verhaftet. Ja. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Schönen Herbst wünschen wir euch. Genau, schönen Herbstbeginn. Genießt es. Viel Spaß beim Lesen meines Buches, das vor einer Woche herausgekommen ist. Sehr gut. Und wir sehen uns, hören uns, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.